So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich habe hier was vorbereitet, denn normalerweise steht ihr mit der Kamera auf diesem Tisch. Jetzt habe ich aber, weil das zu niedrig ist und ihr immer nur meinen Bauch seht, mir diese Platte hier hingestellt mit halt ein paar Dosen drunter, dass das so hoch ist, wie mein Eisschrank immer war. Den Eisschrank, den ich bei mir in Hibo immer hatte. Der ist zwar auch hier, aber den kann ich ja nicht auf den Balkon stellen, weil er sonst den ganzen Tag mitten in der Hitze steht und das wäre ziemlich blöd. Diese Höhe wäre perfekt, um genau dran zu sitzen, dass das das beste Bild, die beste Perspektive, alles komplett hat. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, das geht auf jeden Fall nicht weiter. Ich brauche diese Höhe, dann seht ihr nämlich auch nicht mehr den Bauch, dann seht ihr nur noch die Brust. Die können wir jetzt hier drauflegen und zu diesem Burger kommen. Denn den Burger hat Pupsi mitgebracht, den kenne ich nicht, den habe ich auch noch nicht gesehen. Der müsste aus dem Lidl sein. Ne, aus dem Penny. Hier hinten steht Penny, haben wir wieder ins Klo gegriffen. Ein Penny Burger von Mike Mitchells. Ein Double Rinder Burger. Jetzt weiß ich gar nicht, Penny bin ich so selten. Was ist Mike Mitchells für eine Marke? Ich glaube, wir haben letztens irgendwas getestet von Mike Mitchells. Irgendwas Amerikanisches halt immer so. Ich glaube, das war nicht so gut, oder? War das gut? Ich glaube, es war schlecht. Das ist Mike Mitchells Double Rinder Burger in einer super Verpackung mit zwei Fleisch-Patties drauf. Hier habt ihr ein super geniales Brötchen mit Sesam, lauter Käse, Gürkchen. Daneben sind sogar Pommes abgebildet. Das habt ihr natürlich nicht hier drin. Wenn ihr hier reinguckt, habt ihr nichts. Es sieht zumindest aus wie nichts. Ihr habt den Rest vom Brötchen, der hier drin klebt. Ihr habt das abgerissene Brötchen hier, was total weich und pappig ist. Dann habt ihr hier so Fleisch einmal. Dazwischen Käse, der das Fleisch irgendwie zusammenhält. Das ist super genialer Käse. Nochmal Fleisch und dann habt ihr eigentlich schon wieder Käse und Brötchen. Und das Brötchen hat sich auch auf dem Käse gerade abgemeldet. So sieht das aus. Den wollen wir jetzt aber in der Mikrowelle warm machen. Und dann mal probieren, wie der schmeckt. Sieht auf jeden Fall genial aus, oder? Mike Mitchells! So, der Burger ist jetzt fertig. Der sieht jetzt so aus, denn ich habe den jetzt auf das Sesambrötchen gelegt und dann einfach die Unterseite halt nach oben gemacht. Ich sehe, das Brötchen ist immer noch abgefallen. Der riecht auch muffig und komisch. Der ist aber noch haltbar bis zum 14. Das ist die Verpackung. Wir drehen den jetzt mal rum, halten den mal fürs Thumbnail in die Kamera, dass ihr genau seht, was für ein toller Burger das ist. Ich habe auch wieder Maddox Soße dabei, 357 aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Falls es nicht würzig ist, dass wir uns noch nachwürzen können. Ich habe zumindest gedacht, da ist ein kleines Tütchen Ketchup dabei. Bei so vielen hast du unten ein Tütchen Ketchup, hier hast du nichts. Hier, das ist keine Ahnung, wieso das so ist. Das Fleisch sieht auch komisch aus, an manchen Stellen so dunkel, wie angebrannt, an anderen gar nicht. Dann, ach, keine Ahnung. Der ist jetzt auch hier, fühlt sich vom Fleisch jetzt plötzlich auch hart an. Wir beißen einfach mal rein, gucken, was der kann. Mike Mitchells. Also vom Fleisch her beißt du immer zu in irgendwas rein, was wie so ein kleiner Knorpel wirkt, was dann irgendwie so knirscht und zwischen den Zähnen rumglitscht und nicht durchbeißbar ist, sondern dran vorbei. Also das ist richtig tolles Burgerfleisch, nicht? Deswegen würde ich sagen, hauen wir uns mal die Maddox-Soße drauf und gucken mal. Ich glaube, der gute Geschmack. Der Geschmack an sich ist okay, würde ich sagen sogar. Der Geschmack ist okay. Man kann es essen, es ist nichts Besonderes, es ist aber auch nicht so eklig, wie ich es mir vorgestellt habe. Es sieht doch eklig aus gerade, macht eine komische Figur. Geschmacklich wäre das trotzdem in Ordnung, aber die Konsistenz ist das Problem. Die Konsistenz passt mir nämlich gar nicht. Deswegen machen wir jetzt mal die Maddox-Soße drauf. So. Es ist alles sehr wackelig hier, diese Konstruktion, die ich gebaut habe. Das ist immer noch nicht perfekt. Ich glaube, ich brauche einen Gefrierschrank. 85 cm hoch, der nicht am Strom hängt, dass er hier draußen stehen kann, wo nichts passiert. Prost, da ist die Maddox-Soße drauf.
Delicious. Also das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Aber du müsstest jetzt wieder jeden Biss, den du machst von dem Burger, mit Mad Dog verfeinern. Und eigentlich reicht ja ein Tropfen für den ganzen Burger. Es ist wieder so ein Kampf zwischen Geschmack und Schärfe. Schmeckt gut mit dem Tropfen, ist aber auf Dauer zu viel Mad Dog dann im Magen drin, wo du später wieder Probleme hast. Also keine Mad Dog-Soße, macht doch lieber Ketchup drauf oder irgendwas. Kennt ihr den Penny Burger Mike Mitchells Double Beef irgendwas? Probier den mal. Er schmeckt an sich ganz gut. Ich bin immer zimperlich, was die Fleischkonsistenz angeht, aber vielleicht macht euch das nichts aus. Ich werde jetzt hier den Rest noch essen. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Dadurch, dass das hier draußen so warm ist, ist die Mad-Dog-Soße etwas flüssiger geworden. Und beim letzten, nee, beim dritten Mal, wo ich mir die drauf machen wollte, ist so viel auf das Brötchen gelaufen, was ich trotzdem dann noch abgebissen habe. Hätte ich es lieber gelassen, jetzt habe ich es abgebissen, jetzt ist das alles. Oh mein Gott, das werde ich noch bereuen heute. Augen drehen, Schluckauf ist da. Seht euch das an. Das ist Mad Dog for Life. Oh.